Gott, mein Gott. Holy crap. Noch mehr mal. Holy crap. Noch mehr mal. Auf den Sack. Da-da-da-da. Auf den Sack. Television now. My name is Iframe. Going nowhere.
I see pigments. So, Mr. Miyamoto geht zur Arbeit und die Pigments trallen ihm hinterher und damit herzlich willkommen hier zu unserer Live-Bericht-Feed-Gedöns-Erstattung. Wir werden ein paar Kommentare abgeben. Aktuell ist nur der RIP da, vielleicht kommt das Schwert gleich auch noch. Und ansonsten lassen wir uns jetzt von Nintendo berieseln. Yay!
Crazy Miyamoto. Gute! Gute! 23 Titel wollen sie zeigen. Ja, ich hab's gerade so nebenbei mitgehört. Ich hatte gerade hier noch ein bisschen was um die Ohren. Aber sie sind ja jetzt so hip. Sind ja jetzt so im Internet.
Zwei Controller ist natürlich geil. Ja schon mal ein Fortschritt. Ja. Ja, das NES.
Weiß gar nicht, ob ich das alles haben will. Ja, manchmal ist es eigentlich ganz angenehm, einfach so alleine zu zocken. Und das nicht nachträglich auszutauschen. Ja. Das stimmt. Aufgeblasen Yoshi. Hast du es gesehen? Ja. Holy shit. Ah, Yoshis, Mann. Yoshi ist immer geil. Und die drehen den Geist, das sind auch wieder back. Nintendo voll auf den Speedrun-Trip. Die bewegt sich nicht. Armored Edition.
Oder auch vor so einem Bildschirm stehen. Ja, bis jetzt ist das alles auch gar nicht so wirklich innovativ genug Das irgendwie. sieht Das ist total einfach trocken nur. aus. Sieht total trocken aus, Ja, ja. ich habe das Spiel ja gespielt, also beide. Und das ist halt irgendwie nichts anderes, außer dass man einen extra Bildschirm hat. Und dass man halt jetzt so ein Armor oder eben so eine Verstärkung anmachen kann. Ja gut, ist Warner Brothers, ne? Ja, aber das ist so Reste verwerten. Ja. Du hast die zwei Spiele eh schon im Regal stehen. Jetzt kriegt die Nintendo Wii U auch mal sowas. Kannst du mir erzählen, was du willst? Das Batman Armored Edition, das ist nie im Leben für die Wii entwickelt worden. Was Nein. hat denn der für Pimpschuhe an? Red Pimp Shoes. Er hat auch viel geschlafen die letzten Tage. Vielleicht ja diesmal mit Steuerung. Ja. Das sieht schon geil aus, wenn das so ein bisschen wie Terraria wird oder so, weißt du? Dass es so komplett große Welt ist, könnte das schon lustig sein. Jetzt noch ein Multiplayer oder so. So dass man da durch so eine Comicwelt läuft, wie bei Terraria, so in der Art. Habe ich was verpasst? Pikmin 3, Du bist live on nein! air. Scheiße! Und ich bin hier seelenruhig am Aufräumen. So ein Mist. Und es Und gibt ein neues Batman Batman für Arkham die. City Armored Edition. Aber das ist, glaube ich, nicht weiter der Rede wert. Ja, Resteverwertung vom Feinsten. Wo kann ich denn gucken? YouTube.com Steht doch bei uns im slash E3. Streambild. YouTube. Verpennt, ey. Ja, Pikmin 3 wird irgendwie voll der Overkill, weil du vier Kommandeure hast, die du steuern kannst und Olimar ist verschwunden oder so. Geht voll ab. Kommst du gerade richtig mit? Ach so, das Line-up für die Wii U, ja? Ja, so. What's more on the way? Pixeliges Darksiders. Mass Effect 3. Wenn die Wii U rauskommt, will keiner mehr Mass Effect 3 spielen. Holy shit. Tank, 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 Tank. Das sieht Tank. geil aus. Mehr so meine Welt. Wer braucht schon Mass Effect auf der Wii U? Wir brauchen Tank, Tank, Tank. Ach du Scheiße. Tank Tag Tournament 2. WTF. Hätte ich auch nie gedacht, dass es mal ein Tekken auf der Trine 2 Nintendo-Konsole Director's gibt. Cut. Nice. Sieht schick aus, ne? Ja. Ninja Gaiden. Mehr Blut, bitte! Okay, das kommt in Deutschland schon mal nicht raus. Oh, geil, Okay, das Alien! kommt auch nicht raus.
Ja. Coole neue Wii U-Spiele, die in Deutschland wieder nicht rauskommen. Oh, Wie das sind das doch viele brutale Spiele, mein lieber Excite-Wort. Mann. Wie viele Spiele sind wir jetzt insgesamt? 10? 12? Er hat gesagt, 23 Spiele zeigen sie. Ach so, und das neue Mario hast du New verpasst. Super Mario Bros. U. New Super Mario Bros. U. New Mit U. Yoshis. Okay. Und Speedrun Mode. Kannst du fünft spielen. Einer manipuliert dann die Welt parallel. Also ich finde, der Reggie ist der beste Sprecher von allen, oder? Ja, auf jeden Fall. Ist er auch. Den Er hat's voll. versteht auch jeder. Er hat's voll drauf. Ist so cool. Meine Party war weg. Komm, we fit you. You fit. Aber auch die ganze Präsentation, dieses Bild im Bild und so, das hat doch kein anderer gemacht, oder? So jetzt vom Stream her meine ich. Siehst du? We fit you. Ah! Mann, bin ich schlau. We fig you. Wobei das ja ein cooler Satz an sich ist, ne? Also we fit you. Also wir ficken Passen dich. sich. Wir Hallo, ficken das mit dir. Hallo, Livestream. Ja und? Hat doch hier jeder Oh, da draußen guck mal, gesagt. du könntest aber recht haben. Oh, doch Oh nicht. ja, ah, oh, nett. Oh. Musst du vorher das Tablet drauflegen, sonst wird es schwerer. Holy, da kriegst du ja wieder schwindelig. Aber diesen immens großen Display. Geil. Du bist fix und alle. Ja, holy Mann, da geht der brennt dir ja der Bauch weg. Aber das ist geil, das hat auch Laune gemacht bei Dingens. Rayman. Wenn ich mich so am Brett festhalte, gebe ich hinten um. Das Haus um. Holy shit. Und der Battle. Toll. Ja, und jetzt macht er weiter. Ja, Wii U ist das Beste jetzt für die Familie. Dann kann Frau weiter den Fernseher belagern. Voll HD Stream, ey. Music 2 Dance Central. Das neue Spiel. We will rock you. Ich stell dir Lach das mich mal so vor. kaputt, das würde aber voll passen. Natürlich würde das passen. We will rock you. Working Title, siehst du, das heißt We Will Rock You. Ach.
You look like a jerk, wenn du so da stehst und am Singen bist. Vor allem, was machen die anderen? Die anderen stehen nur drum rum und singen mit. Haben die den Text dann auf dem großen Bildschirm oder gar nicht? Ach, die haben den auf dem großen. War doch gerade das Schöne, dass man beim Singen nichts in der Hand halten musste, oder? Außer das Mikro. Ja gut, du kannst jetzt halt für die Freunde performen, ne? Einem kannst du jetzt auf dem Klo singen. Zum Richtig. Klonen. Lalalala. Wuhu, Immer das noch wollten keine wir wireless sehen. Mikrofone wie die 360. Die flippen aus, guck. Ja, zeig mal was. Ja, wir haben so viel 3DS verkauft. Wer braucht das denn? Die Auktionäre, ne? I will have a beer. Ja, was? Du kannst doch gar nicht eine Stunde mit 3DS spielen voll machen. scheinbar schon. 10 Minuten Oh. Trailer Zeit. 15 neue Cat and Dog Spiele. Was hat Sony gemacht? Zwei Vita-Titel angeteasert. Es kommt ein Call of Duty, es kommt ein Assassin's Creed, das war alles. So, Teil 2. Oh Gott. Das ist dann auch wieder ein Spiel, wo du am Ende einfach 1000 Leben hast. Ja, wahrscheinlich. Ach du meine Fresse. Voll den englischen Kopf. Yeah, die Power. Was? Das ist immer so cool bei denen, dass sie so sagen, so, hier, hey, guck mal, neues Spiel, kommt schon nächsten Monat raus. Dicker Star. Das könnte mir gefallen. Vor allem wieder Round-Based. Ja. Voll der Ventilator, ey.
Crazy shit. Paper Eyes. Weihnachten, ja. Zum Downloaden und zum Kaufen, ja. Also im Laden und zum Downloaden. Ach, jetzt kommt Luigi's Mansion wieder. Müsste jetzt das Licht aus in so einem Luigi-Kostüm reingeschlichen kommen. Mario? Kein Spiel für den Madcow. Das sah ja gut aus, als wir das gespielt haben, aber es hat so geruckelt. Die Performance war nicht so gut, ne? Vielleicht haben sie es ja verbessert jetzt. Ciao. Ja. Aber der war auch nicht schlecht vom Sprechen her. Ja. Ging. Oh, Mirror of Fate, yo. Quicktime Events of Mental, oh my. Yes! Yeah. Das sieht doch mal gut aus. Ja, besser aber da wird doch der Dings mit, der Born Spectre. Oh Gott. Oh, da gibt's ja auch viele Fans von. Wow, das war's schon cool. Ja, morgen gibt's eine ganze Stunde. Miss an der Koffer. Sieht aber realistisch aus. Yeah, GTA für Nintendo. Hey, ohne Scheiß. GTA, Mann. Hammer. Kauf ich. Oh, Mann. Assassin's Lego. Ey, ohne Scheiß! Das ist voll GTA! In die Hand rausgeht! Geil! Ey, wie geil ist denn das? Holy shit.
Hallo, liebe Kollegen. Ey, Madcow, guckst du gerade den Stream? Ja, Lego, Mann. Das Lego, ey, das ist so krass, GTA. Denn? Das sieht doch sau geil aus. Yes, das ist auch ein Clownblatt. What a crazy game. Yeah, Lego Donuts. What the fuck is this game? I must have it. Ey, wie geil ist das? Yes! Röhre! Hallo, wie viele Leute sind denn da? Ey, bestes Spiel bis jetzt. Auf jeden Fall. Hab ich was verpasst? Nö. Keine Zeit jetzt, das alles zu sagen. Ja, macht nicht. Ich kann es ja eh nachher noch lesen. Ja, yeah, mein Vortrag ist gut gelaufen. Sehr gut. Ja, dieser Reggie, der ist so Beef. Das ist echt krass in sein Gesicht. Ein bisschen was hat er ja von Herman Munster. Ist aber der beste Sprecher von allen. Ja. Ja, der macht's einfach richtig, irgendwie. Irgendwie, der zollt halt auch dem Zuhörer irgendwie Respekt irgendwie, in gewisser Weise. Haben sie das Rayman Legends schon gezeigt? Spoiler. Nein, das hatten sie ja gestern. Mal gucken, guck dir den Trailer an. Ich hab mir mal die Demo von der 3DS geladen, von dem... Ach, gibt's da eine Demo von dem Origins? Ja. Alter, der Madcow, da ist es nur Gebabbel, ey. Soll ich den vielleicht was sagen? Ja, sorry, das können wir doch danach machen. Kann der Teleprompter mal schneller laufen? Nehmen wir gerade auf oder wie ist das hier? Wir streamen live. Ach so! Hi! Entschuldigung, nicht mitgekriegt. We show you Red Steel 3. Ich hab noch nicht mal Red Steel 3 gespielt. Davier Bra. Bist du da wieder? Halt für Asche. Puppet Master. Der hat so einen geilen Akzent. Dances, please. Komm einfach Ubi, please. Hinter der Wand raus. Gooby, dance, please. Guck mal. Happy, Ubi, Jesse, crazy and funky. Ja, Gooby, please. Zack, alle da.
Und er muss jetzt seine übelsten Sachen raussuchen. Will mal sehen, wie der das auswählt. Das zeigen die nicht, die Säue, weil das alles geskriptet ist. Oder? Ja, der hat da so Figuren, da drückt er einfach drauf. Danke, Tänzer. Boom. Thanks, Dancers. Was ein Spruch rausgehauen, ey. Reggie, ey. Was ein geiler Joke. Zombie, you. Zombie, you. War nicht wieder das Video wie gestern. Ich meine, das war geil, aber... Das ist wieder das Video, oder? Das ist schon geil. Cool. Das ist schon geil. Dass du so Sicht nach hinten hast, ne? Ja. Das ist geil. I like French food. Das Assassin's Creed sah auch gut aus. Nur die Zwischensequenz irgendwie nicht. Ach, das ist wie Origins, ja? Ja. Board Connection. Kann bestimmt auch geile Sachen mitmachen.
Nintendo Land. Wie die immer Götzen bauen, immer überall Gesichter rein. Götzen? Götzen. Ich glaube, ich muss Götzen. Na, das Gesicht da oben. We believe. Wird bestimmt der Starttitel sein oder so, der dabei ist. Wieder zum Lernen, wie Wii Sports und Wii Play, ne? Genau, ja. Die Ninja sehen ja geil aus. Weil die Papierdinger. Überhaupt alles aus Papier. Nintendo Landro. Ich fand's bis jetzt immer scheiße, aber ich hätte das Ding trotzdem gerne mal in der Hand. Wie Inception, die gucke ich alle an. Und dann rennen die auf dich drauf. Ist wie Inception. Pac-Man! Von die Oma. Uey, gib mal die Remote. Das könnte doch sowas Ähnliches sein, ne?
Ghost Mansion wie das Pac-Man Versus. Ja. Hättest du das denn breathen in das Mikrofon? Entschuldigung. Bei mir läuft das Bild nicht mehr. Bei mir auch nicht. Bei mir auch nicht. Da soll sich nichts bewegen. Ah, okay. Pac-Man umgedreht. Die Räume sehen saugeil aus. Mhm. Okay. Mit der Musik dabei. Holy shit. Hey, wake up. Tutorial. Die haben ja die Farben von den Mario-Charakteren, wa? Grün, lila, gelb und rot. Ja. Ah. Alles ist schön bunt hier. Auf Drogen.
Samus. Wow. Ah, Samus. Wie spannend. Na, na, na. Ja, dadurch, dass es jetzt so ein Marktplatz ist, irgendwie haben sie es wenigstens geschafft, dass man es nicht wie bei Replay in die Ecke stellt und nie wieder rausholt. Vielleicht hast du ja das Glück, dass du mit Leuten, die da auf dem Marktplatz rumlaufen, einfach so sagen, ey, willst du zocken, komm mit. Ja, genau, so in der Art. Vielleicht ist der Käse ja auch direkt einfach vorinstalliert, dass man da nicht mehr mit einer Disk reinschiebt, ja, ja. Dann hast du es eh mit parat. Könnte ich mir auch vorstellen. Wow. Yeehaw. Was? That's it. Ja. Ende, ne? Ende. Ende Gelände. Ende Gelände. Ja. Was schon, dass the following part of the presentation ist. Ach, der schon wieder. We believe. Ja, das ist, sieht alles schon ganz geil aus. Was mich ein bisschen ärgert, dass die dann so dieses Spiel, wo man mit diesen Sternen diese Ninjas abgeworfen hatte. Ja, das ist halt jetzt, ich meine, das war 2006, war sowas der Hit, ne? Aber heute kannst du das mit jedem kostenlosen Smartphone-Spiel sowas quasi, dass du sowas erleben, ne? Ja, irgendwie. Enttäuscht. Tell me, how is the Batman on the Wii U?
Das Batman, das war... Das ist Resteverwertung Deluxe, Metcalf. Du kannst einfach nur irgendwie so ein Armor noch, also du kannst den Batman dann so verstärken mit so einem Puck auf den Display und sowas zum Beispiel. Okay. Kannst den Batarang so direkt verfolgen, wo er hinfliegt. Kannst du ja, hast du bei Batarang Steuerung, hast du dann halt den Batarang Monitor auf dem Wii U Monitor. Also auf dem... Okay. Das war's auch eigentlich schon. Okay. Also das war nicht so besonders. Dann war ja Mass Effect 3 im Trailer. Okay. New Super Mario Bros. Pikmin 3 mit dem wurde ja eröffnet. Das war irgendwie sehr... Pikmin kommt jetzt noch. Haben sie jetzt endlich... Ja, Pikmin 3. Es ging dann los. Miyamoto hat seinen Anzug angezogen und die Pikmin sind da rumgekrabbelt und... und irgendwie steuerst du dann 4 Kommandeure, zwischen denen du auch wechseln kannst. Und Kapitän Olimar ist verschwunden oder so. Das war dann hast du dann die Map und kannst auf dem Wii U Pad und dann kannst du immer hin und her springen, ratzfatz und so, und das war irgendwie voll der Multitasking Overkill, das Spiel. Sah aber gut aus. Ja, kein Release-Tag, kein Release-Date, kein Preis, kein gar nichts. Hauptsache 10 Minuten Tutorial gemacht für dieses Haunted-Spiel da, was ja sicherlich lustig ist, aber ich weiß nicht, wäre es nicht besser gewesen, wenn sie das irgendwie live versucht hätten einzufangen, wie wir das auch machen. Weiß nicht, das ist gerade der Knorunkelus im Twitter auch drüber aufgeregt. Das sind aber jetzt gerade andere Szenen als die, die wir gestern oder vorgestern Nacht gesehen haben, oder? Ja, sind das andere Szenen? Ja, schon. Ich habe nur keinen Ton. Warum habe ich keinen Ton? Ist da kein Ton? Ein Ton. Ah, jetzt ja, so. Wow, look at that! This is just beautiful! I never seen that before! Oh, look at that! Fuck! Just gonna hump in the bike. Embedded Motion Sensor, wa. Yo. Geomagnetischer Sensor, ey. Leg dir gleich das Blech weg. Na gut, Satori war da diesmal nicht aufgetreten. Auch kein Verlust. Macht wahrscheinlich Urlaub. Ja, keine Ahnung, irgendwie so ein bisschen durchwachsen. Was war denn jetzt so, da hat er irgendwie dieses Overkiller Highlight hat halt irgendwie gefehlt. Dann ist so New Super Mario Bros. 2, okay, ja, schön, mit Yoshis und Döns. Du Leute, ich bin mal weg. Ich geh auch vor, leider. Nochmal unterwegs. Okay, tschö mit du kannst mir ja ruhig Schnee passieren lassen, ich hab nicht alles mitgekriegt. Ja, nicht. Wenn man da weiß nicht, was gab's denn weiter, gab's weitere Infos zum Gerät? Nö, gar nicht. Nee, gar nicht so. Keine Facts, gar nichts. Wir haben den Controller nochmal detailliert vorgestellt, dass der Lautsprecher integriert hat, eine Lautsprecherbuchse, eine Lautstärkeregelung, Gyrosensor und Kamera und Mikrofon ist drin. Und zwei Sticks, zwei Trigger-Buttons, zwei normale Schulter-Buttons. Okay. Ja. Sonst wurde da jetzt eigentlich nicht weiter über die Hardware großartig ein Wort verloren oder so. Ja. Das Zombie U, das sah ganz nett aus, aber das waren halt auch nur so kurze Szenen. Ja. Das sah echt nicht schlecht aus. Hast du gesehen, ja. Ja, bleibt wohl abzuwarten. Ja, hier der Messel, echt nicht, das muss nicht sein. Stimmt, das Lego, das sah eigentlich noch am geilsten aus, hatte ja. Ein Lacher. Sauprall, wie der da abgeht und dann den Clown droppt und alles. Ja. Das sah cool aus, ja, das stimmt. Guck, man sieht dann jetzt gerade Spielereien hier im Stream immer noch, wahrscheinlich so.
Ich meine, es ist lustig, klar, für Multiplayer-Spaß ist das Ding sicher geil, wegen dieser zwei Display-Geschichten. Das kennen wir ja von den GBA-Connection-Features. Dass das gut abgeht. Ja, wenn das Bild inhalt, wenn das System halt drumherum gebaut ist, ist halt schon... Weil das ist immer noch was anderes, als wie Microsoft und Sony und so, das halt alle versuchen, das ist halt ein Unterschied, ob du halt was zum Kaufen musst oder schon hast. Zum Kaufen? Doof. Haben? Okay. Ja. Mal raus, das. Ja. E3 ist eh... Ich hatte auch wirklich, mal abgesehen davon, dass ich eh keine Zeit habe, um mir irgendwelche Erwartungen aufzubauen. Ja, aber gut. Gestern, was mich schon sehr beeindruckt hat, ist hier das, wie heißt das? Last of Us? Watching Dogs, oder wie heißt das? Ach, das ist das neue... Das bei Ubisoft, das was heißt. Ja, ich habe nur Bilder gesehen, so Cyberpunk-mäßig. Das war richtig cool. World, das sah sehr, sehr, das sah sehr, sehr gut aus und... Cool. War cool gemacht, auch auf Trailer-mäßig und so, und was er dann da gemacht hat, präsentiert hat, das war richtig geil, das war echt gut, das war sehr beeindruckend. Jetzt ist hier Donkey Kong Crash, hast du nicht gesehen, was muss man denn da machen, man muss sie töten. Stellen sie jetzt so die einzelnen Spiele vor und bringen dir Tutorial in your face. Konnte man noch früher alles per Video irgendwie erläutern. Einklicken. Muss man jetzt immer Texteinblendungen machen? Aber E3 insgesamt, da hast du schon recht. Ich meine, bei Ubisoft gestern, da war das war gut, das war super. Ich habe dieses Far Cry habe ich noch mitgekriegt. Far Cry, das wird ja wow. Ja, das habe ich nicht. Das hab ich nicht gesehen. Ja. Ja, Psycho, das weiß ich ja. Das könnte was werden. Aber ist das jetzt hier ein Solo? Das ist ein Solo-Spiel, dieses Donkey Kong Ding, ne? Und alle anderen können zugucken und mitfiebern. Sieht sehr spannend aus. Doch, eine Erwartung hatte ich ja. Wie gesagt, ich bin ja so ein alter Brettspiel-Fan, und dass sie da irgendwas mehr in die Richtung der Wii U schon die Möglichkeiten irgendwie aufzeigen, den Leuten. Speziell in Deutschland ist ja, weil Deutschland ist ja ein Brettspielerland. Da hätten sie auf jeden Fall eine dicke Käuferschicht, die sie damit erreichen können. Naja. Was steuert man da bei diesem Donkey Kong? Hast du den Stream noch laufen? Mhm. Die zeigen ja gerade dann so, das sind so Tutorial-Videos, die da laufen, von diesen Spielen bei Nintendo Land. What the heck is going on? Jetzt hält die Vater eine Banane in der Hand, eine Bananenstaude. Was zur Hölle? Full Tilt Obstacle Course. Ja, ich weiß nicht, was man sonst noch sagen soll. Ich glaube, das hat dann hier keinen Sinn, weil die große Diskussion ja auch nicht losbrennt, und für die 15 Zuseher, die wir haben, oder was. Danke, falls ihr uns gelauscht habt. Und ja, vielleicht... Danke, dass du den Stream da aufgemacht hast. Ja, Mann. Und uns die Möglichkeit bietest. Ja. Immer wieder ein Bein ausgerissen. Ja, so schlimm war es auch wieder nicht. 28 Zuseher. Dann macht's mal gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Bis demnächst.
Und weg. Zero.